Hallo und herzlich willkommen zurück zu der dritten, Entschuldigung, zum dritten Let's Play. Und zwar, wir waren jetzt auf der Suche nach Verbandszeugs für unseren Kollegen, der dort oben jetzt liegt mit seiner Schrotflinte, ohne die er sich nackt fühlen würde. Soll es geben. Aber gut. Also ich bin jetzt zu Fuß hier unterwegs, wenn ich gleich aus dem Lager gehe und fahre nicht mit dem Bike, wie in dem letzten Part besprochen worden ist zwischen den beiden, was ich auch sehr gut finde, das Ganze dann doch ein wenig interessanter wird, so langsam. Das Symbol heißt wohl, dass ich da jetzt nicht mitfahren kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau wäre, jetzt einfach Was quer. zum Teufel? Usa, bist du wach? Ja, Dick. Was gibt's? Ich hab da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Keine Ahnung. Ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt, scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Dicken Ende. Also. Tarnung, Markierung. Verwende das Fernglas mit Steuerkreuz nach oben und drücke R2, um Gegner zu markieren. Wenn du Gegner markierst, kannst du ihre Bewegungen leicht verfolgen. Verfolge menschliche Gegner zeigen ihre verfolgte menschliche Gegner zeigen ihre Aufmerksamkeitsstufe. Okay, Fernglas. Ich kann nicht zoomen damit. Ach doch, da. So kann ich zoomen. Okay. Irgendwas gefunden? Ich hatte recht. Die Drifter von letztens, die zwei auf dem Bike, die haben ein Versteck, die Straße hoch. Ja? Oh Mann. Ein schön dickes Ding. Eine Art Wachturm mit Zaun und allem. Genau richtig für uns. Klingt eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wenn es dunkel wird, legen wir die Scheißkerle um und machen es uns gemütlich. Naja, die werden Waffen haben. Der eine von beiden sah ziemlich lediert aus. Wir packen das. Ja, scheiß auf euch. Wie geht's denn? Ich weiß jetzt nicht, ob das der hintere da, ob das ein Zombie sein soll oder mit zum Lager gehört. Ich vermute mal, dass das nur ein Zombie war.
Oh. Schade. Na los! Jetzt nicht. Mach sie fertig! Komm schon raus! Der rührt sich nicht! Auf ihn! Ja, lauf du nur weiter rum! Hey, Arsch, wir sehen dich! Deckungsfeuer! Ja, tötet sie! Ja, nimm den Scheißkarte! Daneben, Arschloch! Ja, schlag zurück! Hat dich ein Gegner entdeckt, versuche den Sichtkontakt zu unterbrechen und Deckung zu gehen. Brechen sie die Suche ab. Entschuldigung, Leute. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Aber wieso habe ich denn meine Taschenlampe auf einmal? Da bist du. Ich sehe sie! Das war der letzte. Schade, ich hätte das Ganze gefolgt sein. Arschlöcher. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Buse, ich habe ihr Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Wie gesagt, es wird Zeit, darüber nachzudenken, nach Norden abzuhauen. Kümmern wir uns erstmal um deinen Arm. Und dann um die Reisepläne. Ich gehe jetzt zu meinem Bike. Dicken Ende. Ich nehme das mal mit. Nochmal nachladen. Vielleicht können wir dann die Munition wieder nehmen. Oder auch nicht. So. Dann haben wir hier noch was. Aber ich muss sagen, das Spiel bis jetzt hat auf jeden Fall echt Unterhaltungswert und macht auch tierisch Lust und Laune, um da weiterzumachen, definitiv. Natürlich sind ja, in solchen Survival Games, ganz grob jetzt gesagt, viele gleiche Faktoren, aber im Endeffekt macht es doch nachher die eigene Geschichte von solchen Spielen aus. Ich muss sagen, wie gesagt, bis jetzt macht es Spaß, das Spiel zu spielen und verdammte Freaker. Ich bin schon gespannt, was dann noch so kommt. So. Hey.
Oh, verdammter Regen. Mal sind's die Freaks und dann dieser verdammte Regen. Wieso regnet es andauernd? Ach, wo zum Teufel bin ich? Ich müsste bald da sein. Okay, das andere kann ich hier nicht nehmen. Ist auch immer so schön gemacht hier, was mir halt bis jetzt aufgefallen ist, dass hier überall wirklich was liegt und du kannst hier wirklich jede Sache mitnehmen und gebrauchen anscheinend. Und das ist echt schön. Also, ne, fast jede Sache. Ihr wisst, was ich meine. Also, apropos Lappen. Herstellen, benutzen. Zack. Können wir den Lappen auch wieder mitnehmen. Komm ich da so runter? Ne. Nicht so. Ich muss zu meinem Bike. Ich bin fast da. Wir haben noch alle Zeit der Welt. Ja, ich probiere in der Zwischenzeit nochmal die Steuerung ein wenig, dass ich da auch gut reinkomme. Weil wie gesagt, ich spiele das mit euch jetzt hier gemeinsam an und spiele das Spiel auch mit euch gemeinsam zu Ende. Und deswegen konnte ich ja natürlich nicht im Vorfeld gucken, wie die Steuerung ist und so weiter und so fort. Hätte ich machen können. Kann nicht mehr. Aber ich wollte. Oh, komm schon, Baby, wo zum Teufel steckst du? Hier war's. Genau hier haben wir es abgestellt. Oh, das war ja klar. Das weg ist. Mein Bike ist weg. Na gut, Patan. Fuck. Haben noch keine gute Tarnwirkung. Hey, du bist aus Koblenz Camp. Zum Teufel ist mein Bike. Hey, stopp. Halt, verdammt. Ich hab dein Bike nicht, Mann. Ehrlich. Ich bring dich nicht um! Halt an! Verdammte Scheiße! Also, wenn man sowas sagt, dann würde ich trotzdem laufen, wie so ein Verrückter. Hey! Ich will nur mein Bike! Ich bring dich nicht um, aber ich laufe hinter dir her und schrei komplett. Okay. Jetzt werde ich dich umbringen. Also. Busa, bist du da? Ja, Dick. Hast du dein Bike? Nein. Koblenz Männer waren vor mir da. Ich gehe zu seinem Camp. Dicken Ende. Bist du das? Irgend so ein Wichser hat mein Bike geklaut. Davon weiß ich nichts. Da musst du mit Benny reden. Okay. Ja, zu dem will ich gerade. Oh, ein richtiger Marktplatz ist es hier. Das ist ja schön. Was willst du? Hey, Manny. Hey, hab dich hier lange nicht gesehen. Oder war zu beschäftigt. Voll drin. Irgendwo muss das Futter herkommen. Ja, das Camperleben. Ja, Camperleben. Da gibt es ein Buch. Zen und die Kunst der Reparatur. Kennst du? Nein, ich hatte früher nicht so viel Zeit zum Lesen, weißt du. Ja, ich hatte eine Werkstatt in Farewell.
Ich habe es allen zum Lesen gegeben. Der Beruf des Mechanikers erfordert innere Ruhe. Arbeiten Sie mit leerem Magen für die Konzentration. Manny, ich suche ein Bike. Ach ja? Oh, wow, wow, wow. So, das hier lieber nicht. Warum nicht? Ja, das kommt frisch vom Laster. Ich meine, irgendein Penner hat es im Regen stehen lassen. Total verrostet. Und es wurde hart rangenommen. Der Vollidiot wusste nichts über Bikes. Ist das so? Ja, so ist es. Zum Teufel mit dem Ding. Ich meine, das war sein. Wir haben es gerade zerlegt. Er hatte nicht mal eine Benzinpumpe. Die hätten wir gebraucht. Oh Mann, eine Benzinpumpe. So eine? Okay. So eine, Manny. Okay, okay. Als ich Idiot gesagt habe, meinte ich, diese Idioten, die das Bike herbrachten, die haben das Teil nicht richtig fixiert und es da hinten, ja, rumklappern lassen und... Peek, lass uns reden. Sieht aus, als hättet ihr Ärger gehabt. Ein Angriff gestern Abend, wieder Ripper. Das war schon das zweite Mal. Manche sagen, die suchen dich und Bruiser. Da draußen wird immer viel Bullshit erzählt. Die Leute hier kommen zurecht. Mehrere Tage ohne Essen? Naja, du weißt, wie es ist. Reicht euch der See nicht? Wir angeln genug Forellen. Es ist ein Schmelzwassersee. Wer niemand Fische einsetzt, ist er irgendwann leer gefischt. Wie alles andere auch. Als Kind war ich hier immer mit meinem Vater auf der Jagd. Wir bauten Hochstände, legten Salzlecksteine darunter aus und schossen das Wild. In manchen Wintern hatten wir mehr Fleisch, als wir essen konnten. Ich glaube nicht, dass das legal war, das Ködern mit Salz damals. Für Dad gab's nur ein Gesetz, die Verfassung der Vereinigten Staaten. Wenn er uns jetzt sehen könnte. Amerika. Das Land der Freiheit. So ist es. Das nenne ich mal ein wunderschönes Baumhaus. Ich habe Leon getroffen. Ja? Hat mir was vorbeigebracht. Ist das so? Den Leuten hier geht's beschissen, Dick. Oh, Leon. Tuck sagt, er sei abgehauen. Der ist weg. Hör zu. Finde sein Versteck und bring alles zu mir. Zu mir, Deek. Und danach, tja, dann tun wir was für dich. Das Bike, das deine Männer gestohlen und zerlegt haben. Altmetall, Deek. Altmetall. Alles klar. Ich versuch's mir zu merken. Das finde ich jetzt auch ein bisschen dreckig. Nein, die hier. Fass mich bloß nicht. Ganz langsam. Leon hatte so eine Mütze. Cop, ich schwöre. Stopp. Du willst hier Geschäfte machen? Dann musst du für mich arbeiten. Cop. Ach, Scheiße. Okay. Jetzt bin ich eh schon hier. Was hast du? Also, geht doch. Eine Gruppe Drifter plündert meine Vorratslieferungen. Jetzt sind sie im Funkturm westlich vom O'Leary Mountain. Ist das nicht deine Gegend? Nein, ist sie nicht, aber ich kümmere mich drum. Das dachte ich mir. Aus, ich hole mal eben mein Bike und hole Verbandszeug für den geschätzten Kollegen. Wurde jetzt eine Mission für einen nicht befreundeten, würde ich jetzt mal sagen, nach dem Verhalten einer nicht befreundeten Gang. So schnell kann sich das Blatt also wenden. Jetzt muss ich Aufträge machen, damit ich mein eigenes Bike, was sie mir geklaut haben, zurückhole. Das sah irgendwie Ärger aus. Schön. Dick, Dick! Also. Warte. Du sollst wissen, dass es mir leid tut. Ich wusste es nicht, ich schwör's. Weißt du überhaupt, wie viel Arbeit ich in dieses Bike gesteckt habe? Das war ein Drifter-Bike, Manny. Ich weiß.
Ich werd's wieder gut machen, ich schwör's. Ich hab ein neues gebaut. Die Drecksmühle nennst du ein Bike? Ich weiß, es ist nicht. Ich werde mich nach Teilen umsehen. Ich mach dir was klar, ich schwör's. Okay, und was ist mit meinem Spezialtank, Manny? Weißt du, der, den mir meine verstorbene Frau geschenkt hat? Findest du den auch? Mann, Dick, tut mir leid. Oh. Geh mir einfach aus dem Weg. Drifte in den Berg. Okay. Mission abgeschlossen. Juri. Für die Fahrt rüsten 33%, okay. Was auch immer, Manny. Dann werden wir jetzt erstmal... Scheiße, das ist doch kein gottverdammtes Bike. Oh, Fähigkeitspunkt. Jetzt kommt wenigstens mal wieder das Touchpad richtig zum Einsatz. So, Navigation. Das ist die Karte. Story. Inventar. Gucken wir da erstmal rein. Da sind halt die Sachen, die wir jetzt... Die Waffen, die wir haben. Taschenlampe, Messer, Fernglas, Stein. Hier haben wir unentdeckt, das heißt, sofern wie. Ah, okay. Gut. Das sind halt Sachen, die man zufällig finden kann. Da war ich schon mal drauf. Was ist das hier? Bierflasche. Sammle Material und schalte Anleitungen zur Herstellung überlebenswichtige Vorräte im Gelände frei. Der Korn kann eine bestimmte Anzahl an Materialien jeden Typs tragen. Okay. Das ist soweit verständlich. Herstellungsvorräte beinhalten werfbare Sprengstoff, Fallen, Ablenkung und Gesundheitskits. Die Materialien hierfür findest du überall auf der Welt. In der Welt wollte ich gerade sagen. So. Ja, hier haben wir noch Molotov Cocktail, Band, Armbrust. So, 10% von, also 3 von 30 abgeschlossen. Bei Fortschritt in der Story schaltest du neue Herstellungsrezepte frei. Sobald sie freigeschalten sind, findest du sie im Überlebensrad. Genau. Das, was wir gleich am Anfang kennenlernen durften, mit dem Herstellen von dem ersten Weg. Aber ich möchte jetzt nochmal auf die Karte, gucken wir uns die nochmal eben an. Oder nicht. Inventar, was hatten wir da noch? Story, Fortschritt, Sammelobjekte, Trophäen. Das ist das. Oh! Charaktere, unentdeckt, unentdeckt. Fortschritt 4%. Blütercampjäger 10%, Jagd auf Leon 50%, für die Fahrtrüsten 33%. Soweit. Okay.
Archiv. Was ist das denn hier alles? Also ehrlich gesagt, ist das jetzt wirklich sein Bruder? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz mitbekommen. Aber ich vermute doch. Also in Zukunft werde ich das auch so beibehalten. Nicht mal Kollege sagen, sondern Bruder. So, haben uns da ein bisschen umgeschaut. Wir können da in den nächsten Parts mal intensiver reinschauen. Ich fahre jetzt einfach mal los. Oder erstmal noch nicht. Driften. Tippet Kreis an, während du mit R2 beschleunigst, um zu driften. Gleichzeitiges Drehen und Driften kann sehr nützlich sein, um Kurvenschlag zu überwinden. Ja, das ist immer so eine Sache. Rosa, bist du da? Steuerung, ja, ist was Neueres. Wie geht's dir? Was macht der Arm? Wie gesagt, wird schon. Okay, ich will trotzdem noch zum Nero-Kontrollpunkt da. Sterile Verbände holen, eine Salbe oder so. Ja klar, mach nur. Ich gehe dann raus und sichere den Berg. Rosa, nein, nein, du hast Verbrennungen dritten Grades. Du ruhst dich aus, okay? Ich komme so schnell ich kann. Ich könnte was gegen die Schmerzen gebrauchen. Ja, ja, klar. Ich werde sehen, was ich finde. Ich finde schon was. Das ist der Nero-Kontrollpunkt. Ich brauche was für Busas Arm. Zack, zack. Fertig. Ja, schön. Zügig. Oh. Schönes Ding. Der komplette Verwertung. Bingo. Da ist er. Was haben wir hier? Ein Generator. Na los, du Scheißding, spreng schon an! Vielleicht finde ich ja so einen Kanister mal. Dann können wir den vielleicht auch wieder zum Laufen bringen. Ich habe die Axt nicht mehr, aber er zeigt sie mir immer noch an. Das ist ein bisschen verwirrend. Fest verriegelt. Alles zu. Ich frage mich hier gerade ein wenig, was jetzt hier Sache sein soll.